Hallo und herzlich willkommen zum Let's Show des Kurfürstentum Wenzin, so mehr. Es gab nämlich eine kleine Namensänderung. Und zwar nennt sich das Ganze nicht mehr Wenzland, sondern Kurfürstentum Wenzin. Ein schwieriges Wort, was ich gerade gesprochen habe. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier. Wie ihr seht, wir sind hier im wunderbaren Musik zusammen mit der Anni. Hallo! Da ist er! So, und wir stellen jetzt alles vor, was bisher im Januar und Februar passiert ist, des Jahres 2017. Ja, Anni, fang mal an. Ja, wir stehen hier vor unserem Bahnhof von Musik und ist die obere Tribüne hier, beziehungsweise die Galerie. Und wenn wir jetzt hier hinten die Treppen runtergehen, dann kommen wir in den direkten Bahnhof, also zu den Gleisen. Da ist einmal ein Gleis nach Niederbach und ein Gleis nach Nordwehen. Zu dem Cedric. Genau. Ganze sieht dann so aus. Sehr modern. Oder, naja, sagen wir mal nicht modern, sondern prunkhaft. Das ist ein gutes Wort. Oder? Mit dem Quarz. Schön hell vor allen Dingen. Genau. Da hat man dann keine Angst, wenn man dann durchfährt mit der Lore. Genau. Auch schön mit den Dachfenstern hier oben. So eine indirekte Beleuchtung. Ja, sollte möglichst hell sein. Sonst sind ja Bahnhöfe immer sehr dunkel. Finde ich. Und der sollte halt eben ein bisschen hell sein. Es wird, glaube ich, dunkel, oder? Kann das sein? Ist möglich, ja. Ich habe mein Bett auf jeden Fall schon bereit. Ich auch. Ja, es wird dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Genau. Ich liege. Ich auch. Hup. Kurzer Ruckler. Kurzer Ruckler? Warum? Wo? Wo ich aufgestanden bin. Achso. Musste das andere Bein erstmal aus dem Bett wiegen. Bis ich loslaufen man konnte. Kennt er ja schon hier, ne? Den Steinbruch da. Genau, den hatten wir ja schon mal vorgestellt. Ne? So, dann gehen wir ein bisschen über die Brücke. Ja, Musik hat sich ein bisschen verändert. Sind ein paar Häuser dazu gekommen. Einmal das hier. Oder ein Nachtwächter, den man hier sieht. Ja, auch. Den Platz kennt er ja noch hier, das Viereck, das ist der Marktplatz. Marktplatz. Genau, und hier ist jetzt so ein kleines Häuschen entstanden. Da steht schon wieder einer in der Ecke. Guck mal, der schämt sich. Der Harry hier. Genau. So, dann gucken wir mal nach oben. Achso, nach oben. Gerade vor 2 Minuten entstanden, so ungefähr. Guck ich mal. Oben ist auch ein Eingang. Genau. Hier ist ein Trubel. Hier waren auch schon welche. Ja, hier sowieso. Das ist typisch Musseck. Typisch Musseck. Dann wirst du geschubst, dann wirst du getreten. Übrigens mit den neuen Texturen hier, des Glases. Das ist hellgrün, das ist türkis. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Genau. So, dann können wir mal hier gleich rausgehen wieder. Hier ist was los. Oh ja.
Richtig. Heftig. Ja. Hier ist eine... die Kartoffelstube entstanden. Die Kartoffelstube? Genau. Und da stehen sie Schlange, ja? Stehen hier schon Schlange. Und wollen die 12 Kartoffeln haben. Ich nehme mal eins raus. Tun wir dann mal Kosten auf dem Weg. Wie das schmeckt, ja. Ja. Echt Moosecker Spezialität. Mit Tzatziki. Mit Tzatziki sogar oben drauf hier. Und obendrauf ist das Feld, ne? Ja, obendrauf ist das Feld. Ja, und das ist das Magenta-Glas hier. Das schaut auch ziemlich schön aus. Mhm. Richtig hübsch geworden. Was ist das hier für ein Gebäude? Das ist ein einfaches Wohnhaus. Ein Wohnhaus, genau. Braucht man ja auch. Ja, genau, kann man mal reingehen hier. Hier unten ist ein bisschen eingerichtet schon, aber genau. Also da, unterm Dach ist schon eingerichtet. Naja, kleiner Speicher plus Wohnbereich, beziehungsweise Schlafbereich eher. Hier soll dann das Wohnzimmer hinkommen. Und unten ist dann der Arbeitsbereich, nehme ich an. Und unten ist die Küche. Sehr schön. Doch, lass mich raus hier. Weg. Weg, weg. Weg, weg. So, hier haben wir noch ein Haus, was neu gebaut ist. Ja, den Waffenschmied. Lass mal. Oh, lass mich rein hier. Ob ich hab was bekommen? Nee, doch nicht. Gras. Lila? Nee. Das ist lila. Das ist violett. Rosa Glasscheibe ist das. Rosa Glasscheibe? Hm. Oh, da haben sie sich ein bisschen verdunkelt dann. Das ist, glaube ich, die rosa, ne? Ja. Und die andere ist noch dunkler. Ja, ja. Ist ein Möhrchen. Möhrchen. Dankeschön. Die kriege ich immer zugeworfen hier. Ich mag keine Möhren mehr. Ich esse nur noch Kartoffeln mit Tzatziki. Neue Leibspeise hier. Ja. Essen sie alle gerne. So, dann haben wir hier die Weizenstube, beziehungsweise hier, ja, Weizenhaus. Mhm. Hier ist auch wieder ordentlich was los. Hier 4 Kassierer. Oh, schon 20 Boote. Ja, die machen gerade hier Spätschicht. Ja. Die haben gerade hier. Na, und Übernahme. Wieder Feld. Oben drauf. Genau, da kann man vielleicht auch ganz ein bisschen dort sehen, dass dort oben drauf auch das Feld ist. Das sehen wir dann beim Überflug. Am Ende der Folge gibt es einen kleinen Überflug. Könnt ihr dann genau ein bisschen mehr sehen. Dann Benzin von oben. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Da sind 2 neue Häuser entstanden. Einmal für den Fischer und einmal für den Hafenmeister, genau, ein kleiner. Das ist der Reiterhof hier. Den hatten wir ja schon mal vorgestellt. Genau. Das ist die Eva Maria, das Schiff, was die Anni gebaut hat. Jo. Und das sind dann 2 hübschen Häuschen. Genau, vom Hafenmeister und vom Fischer. Können wir mal reingehen. Ja, sehr spartanisch, ne? Wird natürlich alles noch eingerichtet. Ja. Noch ist er nicht eingezogen, also die Häuser sind noch leer. Brauchst du natürlich noch ein bisschen Inspiration, ne? Genau, das auch. Lustiges Treppenhaus. Hat er schon die Betten reingestellt, also kein Problem zum Schlafen, ist hier schon mal im Bett. Da stehen 3 Pferde am Ufer. Ja, die stehen immer da. Die bewachen sozusagen das Ufer. Das sind die Wildpferde, die Mustangs. Die wurden sozusagen etwas von der Weide getrieben. Mhm. Und ich kurz ab. Zack. Ist auch noch ein kleines Räumchen. Jo. Kann er seine Bildersammlung aufhängen hier. Oh, hier der Hafenmeister, ja. Seine Haken.
Ja, auf jeden Fall viel Platz zum Wohnen. Oh, ich hänge. Jetzt. Habe ich dir die Tür vor der Nase zugeschlagen? Das macht nichts. Ja, und das ist das Haus des Fischers. Deswegen auch die türkisen Steine. Türkis wie das Meer. Eine Wendeltreppe. Ja, fast. Fast. Die hat einen großen Wohnbereich. Weil hier in die kleine Nische ist so eine kleine Küche. Hat man dann. Wunderbar Platz. Und da kann er sich ja ausfalten. Genau, und hier sind die grauen Fenster drin. Die auch ziemlich schön aussehen, meines Erachtens nach. Also die passen jetzt wirklich mehr zum Mittelalterlichen. Ja. Jetzt mal so richtig nah hier rangehen. Schön. Ja. Jo. Sehen nach Mittelalter aus. Ja, sonst ist eigentlich nichts Neues mehr entstanden. Wüsste ich jetzt nicht. Hinten raus war noch was Kleines, doch, ja, ne? Doch. Hier hinten war noch was. Hier. Das hast du auch noch nicht gesehen. Also hier geht's zu der Schlucht. Die ja abgezäunt ist. Übergang da. So, dann. Ah ja. Hier rein. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Okay. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Das Haus? Ne, die Treppe zur Schlucht runter. Ach so. Das habe ich nie, da war ich noch nie drin. Ja, dann komm mal rein. Ist das auch ein Wohngebäude? Auch. Auch? So, dann drück mal Knöpfchen und geh rein. Oh. Der Nedel. Nedel vom Musek. Jo. Du hast ja auch nichts Großartiges jetzt drin, oder? Ich weiß es nicht. War ich schon mal da? Ich glaube nicht. Na, ich glaube schon. Dann hast du sich den Quarz hier stehen. Jo. Oh, ein kleines Gebäude hast du schon hier gebaut. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Was denn? Ja. Ja, eine Treppe, ne? Ne, ich hab grad gedacht, ich stürz ab. Da ist das ja, Portal Nordwehen. Ich bin ja hier drin. Auf einer, hier so einer. Portal Nordstein? Luftfläche hier. So eine Insel in der Luft. Da setze ich mir auf jeden Fall auch erstmal einen Wegpunkt hin. Den kann ich auch nicht setzen, weil ich das Chat nicht anhabe. Jetzt kann ich. Ach, auf G war es. Jetzt muss ich Chat da wieder ausmachen. G? Ah, jetzt. Portal. Mooseck. Ja, fertig. Genau. Genau, komm mal hier in den Nether. Nether. Genau. Und das Tor ist genau hier auf so einer Insel. Sieht da lustig aus. Hat man aber einen schönen Deswegen Blick. Deswegen habe ich die Treppe gebaut. Ja, sonst ist die Reise hier in die weite Ferne ein bisschen schwieriger gestaltet, ne? Jo, genau. Und hier hast du eine Brücke noch da darüber geplant, nehme ich stark an. Ach nee, die geht hier runter. Bis dahin und dann dort unten endet die Netherstraße von Mooseck. Highway in Hell, ja, kann man es auch nennen. Da ist noch ein bisschen Quarz. Quarz. Na, ich bin nur 150 Meter von dir entfernt hier. Über den Nadel. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ich hoffe im Mooseck. Du hattest Vortritt. Jetzt bin ich auch da. Was dunkel. Oh, ist es. Tiefste Nacht. Ich liege schon. Mal gleich das Bett aufstellen, so.
Entschuldigung. Das ist eigentlich Absicht, oder? Das ist immer Nacht, wenn du aus dem Nether kommst. Mm. Ist mir letztens auch aufgefallen. So, dann können wir mal hier hochgehen. Ja, hier hat sich noch nicht viel getan. Okay. Aber du kannst hier runter gucken in den Netherraum. Hihi. Schön. Schön, schön. Jetzt geht's wieder. Ja, das war's von Moos Eck. Und damit, so. Wir haben noch was hinten. Hinten im Sumpf habe ich noch was gesehen, oder? Ah ja, richtig, stimmt. Genau. Da müssen wir hier rüber. Über die. Hier beim Fischer vorbei. Und dann gehen wir mal hier über die Brücke. Die wird noch abgeändert, also die bleibt nicht so, ne? Da kommt ja kein Schiff durch. Okay. Jo. Hier ist ein kleines Häuschen schon mal. Auf Stelzen, hier kann man so runterlaufen. Das, meine liebe Freunde, ist ein Schiff, was schon vermodert ist. Hier ist auf Grund gelaufen. Oder irgendwie. Was? Wo? Wie? Wer? Na, hier das Schiff da drüben. Hier. Der Vorgänger der Eva Maria. Der wurde nicht mehr gebraucht und ist irgendwann verwildert. Oder ist ein Baum durchgewachsen. Genau. Ja, das ist noch am Entstehen hier. Langsam. Zusammen passt man nicht durch eine Tür. Nee, das stimmt. Ja, ist ein kleines Sumpfgebäude. Klein, aber fein. Klein, aber fein, genau. Meine lieben Freunde, nach einem kleinen Cut oder machen wir einen Cut? Jo, also Musik war es jetzt. Also, Musik war es. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten. Und da reisen wir etwas nördlicher. Und zwar... Der liebe JJ ist ja gerade nicht da, aber ich glaube, ich tue so ziemlich mit meinem starken Gewissen da jetzt mal hinreisen. Also, wo bist du? Ich stehe vor dir. Ja, ich meine, wohin du willst. Nach Schulag, meine lieben Freunde. Schulag. Zu dem lieben JJ, der ist heute leider nicht da. Oder ist er da? Ich habe nämlich gerade schon den Test geguckt, aber nee, ist immer noch nicht da. Reisen wir mal nach Wattungen. Und jetzt sind wir in Wattungen. Und jetzt gehen wir mal zu dem Bötchen nach Schulag. Das ist nämlich auch Premiere. Habe ich noch gar nicht so in der Aufnahme gemacht. Das ist nämlich dieses schöne Segelbötchen hier. Und der Server hängt ein bisschen her. Ja, du ruckelst so ein bisschen. Und das Bötchen sollte mal hier ein bisschen rumfahren. Genau. Das ist eine Kogge. Kann man einmal hier unten rein. Hier unten sind Schlafplätze. Und da können wir ja Stuff so ein bisschen. Und hier ist ein kleiner Lagerraum. Mit so ein paar Truhen. Und Sachen, die hier so transportiert werden. Hier kann man auch hoch. Das große Segel ist gerade ausgeklappt. Und hier ist eine kleine Bordküche. Und das ist ein Kühlschrank, glaube ich. Und Ofen, alles Mögliche. Und das ist noch außer Betrieb. Und wir tun jetzt mal leinlos gen Norden. Und weiter nach Schulag. Grafen Schulag. So, sind wir schon in Schulag? Ja. Hier sind wir jetzt in weiter Ferne. Irgendwo. Ach, da ist es hier. Zack. Und da ist Schulag, meine lieben Freunde.
Nach der langen Reise hier mit dem Boot. Ich glaube, ich habe hier auch Rettungsboote reingetan. Ja, siehst du mal. Für alles ist gesorgt. Aber jetzt sind wir hier im Schulack. Natürlich seht ihr das jetzt auch mal ohne Shader. der Nico spielt nämlich mit Shader. Und ich finde den Hafen schon ziemlich schön gestalten. Ja. Er macht das so eine Art Let's Show Let's Play. Und der Kran, der mega, mega awesome. Vor allem mit den Halterungen, mit den Falltüren. Es ist sehr, sehr kreativ, auf jeden Fall. Also, sehr viel Köpfchen hat er da reingesteckt. Dann fangen wir mal bei den Kranen an. Hier dann eine kleine Farm von Kakaobohnen. Jo. Und kommt man überhaupt dort in die Tür rein? Ich weiß es gar nicht. Hier sind die Räder. Kommt man gar nicht rein, ne? Ja, das machen wir dann schon passend hier irgendwie. Zwei Lofe, ein Gedanke. Oh. Komm her, ich habe eine Leiter. Gerade im Inventar. Oh, kommst du gar nicht rein. Kommst du gar nicht rein. Vielleicht ist deswegen auch dort keine Leiter. Genau. Sehr schön. So, die Erde ja wieder hin, ist nichts passiert. Okay, reingehen können wir nicht, aber wir können uns das mal von der anderen Seite anschauen. Und ich finde, hier oben sind Schienen drauf. Das hat er super gemacht. Spitze. Hier ist ein Dschungelbaum. Hier sind ein paar Schafe. Hier ist der Marktplatz. Bob. Ja, genau, Bob. Bob, wo ist Bob? Da hinten ist, glaube ich, Bob. Ist das nicht Bob? Das Türkise, ne? Das Türkise? Ja klar, hier ist Bob. Bob, wir haben Bob gefunden. Ist er wieder ausgerissen? Anscheinend, aber er findet ihn sehr schnell wieder, weil er ist gefärbt. Wollen wir mal streichspielen, das Weiß färben? Er findet es nie wieder. Nee. Dort hinten, das ist, da gehe ich mal nicht hin. Wird wahrscheinlich irgendeine Höhle sein. Anni, halt mal deine Nase rein. Ja, ist eine Höhle. Riecht nach Zombie, ne? Gehen wir nicht rein. Nee, ich gehe nicht rein. Weißt ja, wie ich mit Zombies bin, ne? Mhm. Hier ist der Marktplatz. Und hier steht eine kleine Tafel mit Sachen, die er noch bauen möchte. Ladenhaus und Marktplatz. Es hat zurückgeschmissen worden. Hat kurz geruckelt, ja. Aber richtig heftig. Hier wird Fisch verkauft, so wie man sieht. Finde ich auch übelst hübsch. Die Marktstände sind auch alle ein bisschen anders gestalten. Hier wird Brot verkauft. Aha. Finde ich, ist immer so ein bisschen schön, wenn man da von Weitem guckt und da steht das Brot dann so auf dem Baumstamm, der nach oben guckt, sieht das immer so aus, so als würde das auf dem Teller stehen vom Weitem. Mhm. So, das ist der Marktplatz hier und hier ist ein großes Gebäude, was meines Erachtens nach übelst episch ausschaut. Und da schläft er auch zurzeit drin. Und arbeitet auch zurzeit drin. Hat die Tür offen lassen, ne? Und hier ist sein Hund. Der müsste eigentlich schwarz sein, oder? Bei Nico ist der immer schwarz. Wow. Das schaut schon richtig, richtig schön aus. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Da kann man nur hochgehen. Nicht weiter? Ja, da muss noch eine Treppe hin, ne? Und ja drüben. Ja. Da sehen wir die Anni dort, versuchen hochzuspringen. Hallo. Hallo. So. Da haben wir hier hinten noch ein paar Gebäude. Anni kämpft sich noch raus. Da ist ein Hafengebiet. Wo bist du denn? Da hinten. Okay. Ach, das ist den seine. Den sein. Ah ja. Er hat so ein Leder.
Umhang an hier, weil es ein Schmied. Das ist ein Schmied. Das ist ein NPC-Dorf. Keine Ahnung, was das ist. Ich berühre es nicht. Ich auch nicht. Nicht, dass er. Nicht, dass da irgendwas passiert. Hier hat er auch eine Nachtwächteruhr. Hier ist noch ein NPC-Haus, die üblichen Häuser. Das ist das erste Haus, was er, glaube ich, errichtet hat, wenn mich das nicht täuscht. Oh, ist das dunkel hier drin. Ja, es muss noch ein bisschen ausgeleuchtet werden, aber ich habe gerade keine Fackeln mit. Aber ich. Aber du. Ich hab Fackeln. Leute, das ist ja cool. Guck mal, die Tür an. Ja. Mhm. Hoppala. Hoffentlich bist du uns nicht böse, Nico. Wenn wir ein bisschen ausleuchten. Kannst ja hinterher wieder abmachen. Wenn ich glaube, es tut gerade ein wenig ruckeln. Kannst nur nachts schlafen. Jetzt geht's. Die Anne liegt, ich liege auch. So. Da waren wir gerade drin in dem Häuschen. Ach, hier sind. Oh, Skelettpferde. Hoi. Hoi. Die hatte ich auch schon mal. Bei mir ist die leider wieder despawned. Und zwar, wenn es gewittert, können die mal so 3 bis 5 Stück, glaube ich, spawnen. Und da sitzen dann hier Skelette drauf, die dich dann mit Pfeilen attackieren. Ich gehe wieder. Hier geht's aber noch nach oben. Und hier ist eine schöne Terrasse. Kann man so schön gucken. Oh, hübsch. Ja, ne? Und überdacht auch. Mhm. Wenn es mal regnet, da kriegen nur die Blumen Wasser ab und das ganze Wasser vom Dach auch und da tränken die dann immer. Ja. Ja, ich gehe wieder. Oder das eine hat sogar hier einen Namen, Nightmare. Okay. Jo. Okay, was du auch damit anstellen möchtest, lieber JJ, wir reisen jetzt weiter. Und zwar, wenn ich auf die Map gucke, nach da. So. Wow. Der Strand liegt zwischen Schulak und Nordwehen und ist von mir und Delfino errichtet worden. Hauptsächlich von mir. Delfino hat aber die Strandkörbe hier entworfen. Die Sonnenschirme sehen ja übelst gut aus. Ja, ne? Die sehen ja cool aus. Es ist sozusagen ein Urlaubsort für die Novania. Hier an der Pilmsee. Ne, am Ostwehenhaff ist das hier. Das ist das Ostwehenhaff. Wenn ich den. Genau, Ostwehenhaff. Und über den Weg hier. Hier, den Weg. Zack, 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 zack. Und hier ist dann Nordwehen. Genau, hier liegen ganz viele Handtücher auf dem Boden. Mhm. Und das ist der Strand hier mit dem Liegen unter den Schirmen. Oh, eine große Sandkiste. Das ist der FKK-Bereich hier hinten, Anni. Da gehe ich nicht hin. Ich glaube, den haben wir noch nicht fertiggestellt. Da hatten wir nämlich so Trennwände. FKK. So Windschutz. Und da wollten wir noch ein bisschen was errichten hier. Genau. Ist ein bisschen flacher hier der Eingang, oder? Ne, hier ist nicht so flach. Ich glaube, vorne hatte ich es ein bisschen flacher gestalten. Da ist die Anni, hat sich geduckt. Genau, sie verlassen den FKK-Bereich. Genau. Da steht die Anni. Hier sind die Strandkörbe. Da kann man sich nicht schlafen legen. Dazu haben wir nämlich die Liegen da, haben wir ein bisschen abgeändert. Hier ist ein kleiner Grillplatz.
Nett. Ja. Dann hatten wir hier die verschiedenen Strandkörbe. Ab und zu steht noch mal eine Werkbank. Hier unten sind die Duschen. Kann man sich ja abbrausen von dem Salzwasser. Und ah, hier. Und hier oben? Hier oben? Da müsste, glaube ich, der Dingenskirchenseher, der Rettungsschwimmer. Genau, hier ist die Verarztungsbank hier. Hier kann man sich dann hinlegen und behandelt werden, also, wenn irgendwas ist. Und hier hält der Ausschau. Genau, hier habe ich ein bisschen abgeflacht. Hier drüben. Ja, da kann er rundum gucken. Und hier springt er dann ganz schnell runter und rennt. Genau, das ist extra so gemacht. So, unten sind die Duschen. Das vermodert der Stein ja schon. Etwas vermoost. Ja, hier kann man dann baden. Hui! Muss ich ja mal probieren, ne? War eiskalt. Und hier ist der Hundestrand. Und hier dürfen die Hunde ihren Nachlass hinterlassen. Genau. Das finde ich übelst lustig. Das heißt lustig, es steht eben an jedem Strand. Haben sie irgendwas vergessen? Weil im Sand, im Sand kann man viel verlieren, ne? Das findet man nicht so schnell wieder wie auf dem festen Boden. Genau. Das stimmt. Hier ist die Promenade. Hier ist die Promenade. Das sieht schick aus. Hier hinten kommen dann noch ein paar Gebäude hin. Ein paar Hotels sollen ja entstehen. Und das ist dann aber eine andere Sache. Das könnte dann später weiteres dazu dann im Let's Play bei mir. Das war's jetzt erstmal vom Let's Show Januar, Februar 2017. Jetzt kommt der Rundflug. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Broken bond is not too late to mend. But what can I do?
I'm just a sinner.